Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist im Kreis Böblingen eine Fliegerbombe entdeckt worden. Dieses Mal im Wald in Schöneich. 2 Stunden hat der Kampfmittelräumdienst gebraucht. Dann war die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Für diese Zeit waren am Sonntag die Straßen rings um den Fundort gesperrt. Rund 500 Anwohner mussten das Gebiet verlassen und warteten zum Teil in der Gemeindehalle auf Entwarnung.